Sie haben Angst, dass im nächsten Moment etwas birst. Ihnen schwebt lebhaft das Bild vor, dass die Rückenwirbel auseinanderschnappen und das Rückenmark zwischen Ihnen heraustropft. Das sind Ihre Gedanken, stimmt's, Winston? Wollen Sie bitte daran denken, dass es in unserer Macht steht, in jedem Augenblick und in jedem Grade Schmerz zuzufügen. Überall, wo es um den Kampf für politische Freiheit geht, lesen die Leute Orwell. Und sie erkennen Dinge wieder. Personen wie O'Brien oder das Ministerium der Wahrheit. Wo immer die Mächtigen die Schwachen unterdrücken, werden Strukturen erkennbar, die Orwell dargestellt hat. Orwell schreibt nicht über die alten Griechen, nein. Wir leben heute in der Welt, die er bereits beschrieben hat. George Orwell wird am 25. Juni 1903 in Motihari, Indien, geboren. Seine Mutter Ida Blair lässt ihn in der englischen Kirche auf den Namen Eric Arthur taufen. Sein Vater, Richard Blair, ist als Kolonialbeamter zuständig für die Opiumernte. Die Briten betrieben den größten Rauschgifthandel der Weltgeschichte. Die kolumbianischen Drogenkartelle kommen da nicht dran. Den Briten ging es um das Monopol im Opiumhandel. Das brachte dem Empire große Einnahmen. Mit seiner Mutter und seiner älteren Schwester Marjorie verlässt der kleine Eric Indien. In Henley an der Themse verbringt er eine unbeschwerte Kindheit. In seinen Büchern tauchen immer wieder Erinnerungen auf an das prunkvolle England unter König Edward VII. Viele Male beobachtete ich die kleinen Karpfen, die sich an der Wasseroberfläche in der Sonne tummelten. Manchmal sah ich unter der Weide einen diamantförmigen Karpfen, der mir riesengroß erschien, der plötzlich an die Oberfläche schoss, einen Wurm hinunterschlang und wieder verschwand. Die Idylle endet im Alter von 8. Eric kommt nach Eastbourne ins Internat St. Cyprians. Dort geht es streng zu. Das Leben war schrecklicher und ich war böser, als ich es mir vorgestellt hatte. Eric drückt die Schulbank zusammen mit den Kindern der reichen Oberschicht. Weil er ein heller Kopf ist, wird seinen Eltern die Hälfte des Schulgeldes erlassen. Die Blairs leben über ihre Verhältnisse. Eric ahnt sehr bald, dass das nicht gut gehen kann. Seine Schule hegt eine seltsame Verehrung für alles Schottische. Unser Bild Schottlands bestand aus Bächen, Bergen, Kills, Dudelsäcken und ähnlichen Dingen. Aber der wahre Grund für den Schottlandkult war der, dass es sich nur wenige Leute leisten konnten, den Sommer dort zu verbringen. In Orwells Büchern kommen die Schotten nicht gerade gut weg. Sie Scotchman zu nennen, ist ein guter, einfacher Weg, sie zu ärgern. Im Internat lernt Eric Cyril Connolly kennen, sein Freund fürs Leben. Beide besessen von Büchern. Als Cyril Connolly und ich eine Ausgabe von H.G. Wells, Das Land der Blinden, in die Hände bekamen, waren wir so fasziniert, dass wir es uns ständig gegenseitig wegnahmen. Das Internat St. Cyprians verhilft den beiden Jungen zu einem königlichen Stipendium und zu einem Studienplatz in Eton. Eric Blair ist kein herausragender Student, aber ein guter Spieler des berühmten Wall Game. Eton hat eine tolerante und zivilisierte Atmosphäre, die jedem Schüler eine reelle Chance gibt, seine Individualität zu entwickeln. Ja, sogar die Sportplätze von Eton zeugen vom Blutopfer so vieler alter Herren und junger Knaben im Staub Frankreichs und Belgiens.
Die meisten Stipendiaten gehen nach Oxford oder Cambridge, aber Eric, ohne Hoffnung auf ein weiteres Stipendium, folgt der Familientradition. Er wird Polizeioffizier in Burma. Er war dort Teil der britischen Kolonialmacht, aber er konnte sich nicht mit der Härte und Brutalität des Systems abfinden und auch nicht mit der Erniedrigung der einfachen Leute. Und er reagierte ehrlich. Orwells erster Roman Tage in Burma ist ein Schlüsselroman. Er hält mit seiner Sicht auf die Kolonialgesellschaft nicht hinterm Berg. Es ist eine erstickende, unglaubwürdige Welt. Eine Welt, in der jedes Wort und jeder Gedanke zensiert wird. Freie Rede ist undenkbar. Er tut sein Bestes, um individuell zu bleiben, fährt Motorrad, anstatt ein Pferd zu reiten, und verwandelt sein Haus in einen Hof mit Ziegen, Hühnern und anderen Tieren. Orwell liebt und hasst Burma. Die großen Essays, einen Elefanten erschießen und einen Mann hängen, sind harte Anklagen gegen den Imperialismus und erzählen, was ein junger Offizier zu verantworten hatte. Mit einem Schlage wurde mir klar, dass ich trotz aller Bedenken den Elefanten würde erschießen müssen. Die Menge erwartete es von mir. Mir blieb gar keine andere Wahl. Genau in dieser Minute, als ich mit der Büchse in der Hand dastand, wurde mir zum ersten Mal die ganze Brüchigkeit und Hohlheit der Herrschaft des weißen Mannes im Osten bewusst. Mir wurde klar, dass der weiße Mann, wenn er zum Tyrannen wird, seine eigene Freiheit zerstört. Gefangene in Burma gesehen zu haben, die von der Kolonialverwaltung wie Dreck behandelt wurden. Das waren Erfahrungen, die ihm genug Material für den Rest seiner Schriftstellerkarriere gaben. 1927 kehrt Orwell nach England zurück. Er will Schriftsteller werden. Ich musste fliehen. Nicht nur vor dem Imperialismus, sondern vor jedweder Art von Herrschaft des Menschen über den Menschen. Every big town has its east end and its west end. Two different worlds under the same roof. The West End that's smart and fashionable, the East that's shabby. Sehr zum Missfallen seiner Familie wendet Orwell sich von der Mittelklasse ab, um mit den Londoner Armen zu leben. Mehrere Tage lang streifte ich mit einem irischen Stadtstreicher durch die nördlichen Außenbezirke von London. Des Nachts teilten wir uns eine Kammer. Er erzählte mir die Geschichte seines Lebens und ich erzählte ihm eine erfundene Geschichte meines Lebens. Ich landete in einem gewöhnlichen Fremdenheim. Ein schäbiger, dunkler Ort. Du lieber Himmel, ich musste all meinen Mut zusammennehmen, bevor ich mich hineinwagte. Ich befürchtete einen Streit, aber niemand beachtete mich, als ich eintrat. Niemand fragte mich, es gab keine ungehörige Neugier. Jeder war höflich und freundlich. Ich trank eine Tasse Tee und das war eine Art Taufe. Da unten in der erbärmlichen und, um die Wahrheit zu sagen, schrecklich langweiligen Untergrundwelt des Stadtstreichers hatte ich ein Gefühl von Befreiung und Abenteuer. Orwell will Einzelheiten aus dem Leben der Armen kennenlernen. Er macht sich auf den Weg nach Kent und hilft bei der Hopfenernte. Hop-picking is a grand institution. It enables many families who would otherwise not get any holiday to go out into the open and earn their keep as they go along. Im Laufe des Nachmittags wurde man dann so müde, dass man kaum noch stehen konnte. Die kleinen grünen Hopfenläuse machten sich überall breit, in den Haaren, in den Ohren, und die Hände waren blutig und schwarz. Nicht umsonst gilt Orwell als der einzige Schriftsteller, der je im eigenen Land wie ein Eingeborener gelebt hat. Er war jemand, der selbst nachsehen und die Wahrheit herausfinden wollte. Ganz anspruchslos, aber offen und direkt.
Orwell reist nach Paris, wie vor ihm schon James Joyce, Ernest Hemingway und Scott Fitzgerald. Er verdient Geld mit Englischunterricht. In seinem Buch Erledigt in Paris und London schildert er die Armut in den Städten. Weil er fürchtet, das Buch bringe seine Familie in Verlegenheit, veröffentlicht er es unter einem anderen Namen, George Orwell. Die Kritiken sind gut, doch leben kann Orwell nicht davon. Er jobbt in einem Buchladen und unterrichtet in kleinen Privatschulen. Zu wenig Geld, das scheint die Wurzel all seiner Probleme zu sein, auch der mit Frauen. Und es wird sein Thema, Schriftsteller zu sein in einer Welt, in der nur das Geld zählt. Gordon Comstock sagt in Die Wonnen der Aspidistra: Die bloße Tatsache, dass er nicht nur dem schnöden Mammon nachhing und sich nicht in dem sicheren Gefängnis eines guten Jobs etablieren wollte, brachte in all seine Beziehungen zu Frauen einen Hauch von Trugbild und Unbeständigkeit. Anfang 1936 reist er im Auftrag seines Verlegers Victor Gollancz durch den Norden Englands, um die sozialen Verhältnisse zu erkunden. In Wigan wohnt er bei einer Bergarbeiterfamilie. Dann zieht er in das Haus mit dem berühmten Laden aus dem Buch Der Weg nach Wigan Pier. Üblicherweise lagen die Krümel vom Frühstück noch beim Abendbrot auf dem Tisch. Ich erkannte einzelne Krümel. An dem Tag, an dem ich unter dem Frühstückstisch einen vollen Nachttopf fand, entschied ich mich auszuziehen. Orwell sucht die Verwahrlosung. Seine Leser sind schockiert über die Beschreibung des rauen sozialen Klimas im industrialisierten Norden. Mit den Bergleuten fährt er unter Tage. Irgendwie ist es demütigend, den Bergleuten bei der Arbeit zuzusehen. Mit den vom Ruß geschwärzten Augen, Mund und Kehle voller Kohlenstaub, treiben sie ihre Schaufeln vorwärts mit Arm- und Bauchmuskeln aus Stahl. Die Erniedrigten sind anfällig für die radikalen Parolen des britischen Faschistenführers Oswald Mosley. Es macht einen krank zu sehen, wie leicht ein solcher Mensch die Arbeiterklasse für sich gewinnt und sie betrügt. Orwell wird mehr und mehr zum Sozialisten, auch durch seine Beziehung zu Eileen O'Shaughnessy, die er heiraten will. Eileen hat in Oxford Psychologie studiert und ist sozial engagiert. Er schreibt einem Freund: Ich werde bald heiraten, obwohl meine ökonomischen Verhältnisse es eigentlich nicht zulassen. Aber meine Situation bleibt, wie sie ist, und ich glaube auch nicht, dass ich jemals einen Bestseller schreiben werde. Obwohl er leidenschaftlich für die soziale Gerechtigkeit eintritt, bleibt Orwell Aristokrat. Er träumt vom ländlichen Leben in finanzieller Unabhängigkeit. Im Frühjahr 36 mieten er und Eileen ein altes Haus in Wallington, Hertfordshire. Sie richten es als Landsitz mit Tieren ein. Ein guter Ort der Ruhe, wenn man sich nicht an der Einfachheit stört. Ohne Strom und fließend Wasser eröffnen die Blairs in ihrem Haus einen Dorfladen. Die Einkünfte aus dem Laden bessern die Einnahmen kaum auf, die Orwell mit dem Schreiben erzielt. Wir hatten so wenig Geld, dass wir kaum wussten, wie wir die nächste Mahlzeit bezahlen sollten. In ihrer kleinen Welt sind die Blairs voll und ganz eingespannt. Trotzdem verfolgt Orwell aufmerksam die Entwicklung der internationalen Politik. Auch auf dem Land kann Orwell seine Herkunft nicht verleugnen. Seine Frau erinnert sich, dass die Marmelade stets in einem Schälchen serviert werden musste. Außerdem meldet sich schon bald Orwells politisches Gewissen. In Spanien hat der faschistische General Franco durch einen Staatsstreich die Macht an sich gerissen. Well, of course, the 30s were a very frightening decade. Die 30er Jahre waren beängstigend. Der Faschismus breitete sich über Europa aus.
Die Hoffnungen auf die bolschewistische Revolution in der Sowjetunion wurden durch Stalins Gräueltaten zerschlagen. Die Schriftsteller waren in viele Kämpfe eingebunden. Spanien war der berühmteste Fall. Im Juli 36 greifen Spaniens Streitkräfte die gewählte Volksfrontregierung an. Zusammen mit einer faschistischen Miliz will ein Teil der Armee putschen. Die Rebellen werden von Hitler und Mussolini unterstützt. At first the government maintained control. Then from Spanish Morocco, the governor of the Canaries, a General Franco, brought to the rebels reinforcement and leadership. Die Republik musste verteidigt werden, also stampfte man eine Armee aus dem Boden. These men at present support the socialistic government against the fascist rebels who menace it from north and south. Opposition gegen Franco kommt vor allem aus der Arbeiter- und Bauernschicht. Spanien ist geteilt. Die Republik kann Barcelona, Madrid und den größten Teil des Ostens halten, obwohl die Hauptstadt ständig von Francos Truppen bedroht wird. In that bitter struggle for a country, other nations took sides. The Franco forces received aid from Germany and Italy, the government from Soviet Russia. The lineup of future opponents was taking form. In aller Welt werden Freiwillige zur Verteidigung der Demokratie in Spanien gesucht. Die meisten treten den sogenannten internationalen Brigaden bei, die von den Kommunisten organisiert werden. Schriftsteller reisten von überall nach Spanien. Hier konnte man sich im Kampf gegen den Faschismus und für den Erhalt der Demokratie engagieren. Orwell kommt am zweiten Weihnachtsfeiertag 1936 in Barcelona an. Er findet die Stadt bestürzend und überwältigend. Er kam wie so viele andere einfach als Antifaschist. Aber außer dem Kampf gegen den Faschismus tobte in Katalonien auch eine Revolution. Das war für ihn ein Schock. Zum ersten Mal war ich in einer Stadt, in der die arbeitende Klasse im Sattel saß. Die Arbeiter hatten sich praktisch jedes größeren Gebäudes bemächtigt und es mit roten Fahnen oder der rot-schwarzen Fahne der Anarchisten behängt. Orwell erlebte die anarchistische Revolution. Eine lebendige Arbeiterstadt, die Beseitigung von Unterdrückung und Hierarchie. Er schrieb, ich bin nicht sicher, ob es mir gefiel, aber ich war beeindruckt. Und das war ein Grund, für den es sich lohnte zu kämpfen. In der Lenin-Kaserne in Barcelona sah ich einen italienischen Milizsoldaten. Es war klar, dass er aus der Karte nicht klug werden konnte. Ich habe selten jemanden gesehen, für den ich eine solch unmittelbare Zuneigung empfand. Nach Spanien zu gehen war nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich war, dass Orwell sich der internationalen Brigade nicht anschloss. Stattdessen schließt er sich einer kleinen linken Miliz an, die aber gegen Stalin ist. Die Arbeiterpartei der marxistischen Einigung, kurz PUM. Das war wirklich was Besonderes. Er kam in der Kaserne an und die Leute wunderten sich über diesen Mann, der so groß war und so scheu. Und dann stellte sich heraus, dass er alles wusste und sagte, nein, das müsst ihr anders machen. Und er wurde zu einem Ausbilder für all die Leute. Orwell weiß weit mehr über militärische Disziplin und Waffen als die meisten anderen in der Miliz. Bald schon trainiert er die jungen Rekruten. Sobald wir an der Front angekommen waren, hatte man mich zum Korporal oder Cabo ernannt und mir das Kommando über eine Abteilung von 12 Mann übertragen. Die Centuria war ein ungeübter Haufen und bestand hauptsächlich aus Jungen unter 20. Aber in Anbetracht der Umstände waren sie bessere Truppen, als man hätte erwarten dürfen. Schnell wurde er anerkannt. Und dieser scheue Mann wurde freundlich und gesellig. Er organisierte sogar Partys, bei denen er auch ein bisschen trank und die Sympathien aller gewann.
Orwell und die PUM-Miliz sind an der Grenze zu Aragonien stationiert, in der Nähe von Saragossa und Huesca, weit weg vom Hauptkampfgebiet um Madrid. Orwell leitet Kampf- und Patrouilleneinsätze. Ohne Artillerie sind in den Bergen nur selbstmörderische Frontalangriffe möglich. Einige seiner Kameraden halten Orwell für leichtsinnig. Die meisten sehen ihn als mutiges Vorbild. Aber davon will er meist nichts hören. Seinen Männern jedoch zollt er großen Respekt. Im Mai befehligte ich für kurze Zeit als diensttuender Leutnant 30 Mann. Wir alle hatten monatelang unter Beschuss gelegen und ich hatte niemals Schwierigkeiten, dass ein Befehl befolgt wurde oder sich die Soldaten freiwillig für eine gefährliche Aufgabe meldeten. Während Orwell und die PUM an der Aragon-Front wenig zu tun haben, nehmen die Rebellen mit ihren italienischen Verbündeten im Süden auf brutale Weise Malaga ein. Malaga has fallen. Franco's soldiery enter in triumph to the rattle of horse and harness and the cheers of victorious troops as the refugees leave. Allmählich kam die ganze schimpfliche Geschichte heraus, wie die Stadt ohne einen Schuss abzufeuern evakuiert wurde und wie die Wut der Italiener sich nicht auf die Truppen gerichtet hatte, die abgezogen waren, sondern auf die bejammernswerte Zivilbevölkerung, die teilweise über mehr als 150 Kilometer verfolgt und mit Maschinengewehren niedergemacht wurde. Diese Nachricht bewirkte an der ganzen Front eine Art Abkühlung. Denn was auch immer die Wahrheit gewesen sein mag, jeder Mann in der Miliz glaubte, dass der Verlust von Malaga die Folge von Verrat war. Damals hörte ich zum ersten Mal das Gerede von Verrat oder getrennten Zielen. Das weckte in meinem Gehirn die ersten vagen Zweifel an diesem Krieg, in dem bisher das Richtige und das Falsche auseinanderzuhalten so wundervoll einfach zu sein schien. Kriegsalltag in Aragonien. Die Milizionäre tragen nur wenige persönliche Habseligkeiten bei sich. Auch die Lebensmittelvorräte sind begrenzt. Die meiste Zeit verbringen sie damit, die notwendigsten Dinge zu beschaffen. Der Reichtum des Landadels kommt ihnen da gerade recht. Einige hundert Meter hinter uns gab es ein Landhaus mit Namen La Granja, das als Hauptquartier und Küche für diesen Abschnitt der kriegerischen Linien diente. Manchmal hatte man heimlich Mitleid mit den faschistischen Ex-Besitzern, wenn man sah, wie die Milizsoldaten die in Besitz genommenen Gebäude behandelten. In Frankreich und England hatte Orwell es nicht ertragen, so arm zu leben wie die Arbeiter. In Spanien gibt es keine Klassenunterschiede mehr. Hier zählt nur die Kameradschaft. Er stellte immer Fragen. Warum seid ihr hier? Warum macht ihr das? Was ist für euch das Ziel des Sozialismus? Irgendwie komisch. Er dachte ständig über den Sozialismus nach, war aber der Meinung, dass die spanische Revolution für ihn ein zu großer Sprung sei. Sie hatten versucht, innerhalb der Miliz eine klassenlose Gesellschaft herzustellen. Es gab eine größere Annäherung daran, als ich es jemals erlebt habe oder im Krieg jemals für vorstellbar gehalten hätte. Den Kampf hielt er für eine seiner Aufgaben. Die andere war, den Sozialismus zu verstehen, zu lernen, was die Leute alles tun, um ordentlich miteinander zu leben. Das wollte er auch aufschreiben, aber heimlich, denn er sprach von sich nie als Schriftsteller. Schon früh vor dem Wachdienst führt Orwell genau Buch. Ich habe ziemliche Erfahrungen mit Ungeziefer jeder Art gemacht. Aber an absoluter Gemeinheit schlägt die Laus alles, was mir je begegnet ist. Wir kamen dem Viehzeug ein wenig bei, indem wir ihre Eier ausbrannten und so oft, wie wir den Mut dazu aufbrachten, badeten. Außer Läusen hätte mich nichts in den eiskalten Fluss treiben können.
Wir möchten mal wissen, was er schreibt, rätselten die Leute. Nachts macht er immer Notizen. Aber für uns war er Mr. Blair und kein berühmter Schriftsteller. Eigentlich nicht mal ein Schriftsteller. Der Krieg und seine Opfer werden immer sinnloser. Hinter der Uniform sieht Orwell stets den Menschen. Er kann aus dem Hinterhalt niemanden erschießen, der aus dem Graben springt und offen durch die Schusslinie läuft. Ich war hierher gekommen, um auf Faschisten zu schießen. Aber ein Mensch, der seine Hosen festhält, ist kein Faschist, sondern eine Mitkreatur, so wie man selbst. Und man kann nicht einfach auf ihn schießen. Orwell wird auch Zeuge der Frontpropaganda. Der Mann, der die Parolen hinüberschrie, war ein Künstler in seinem Beruf. Statt revolutionäre Losungen zu verbreiten, erzählte er manchmal den Faschisten, wie viel besser als sie wir ernährt würden. Toast mit Butter! Man konnte seine Stimme als Echo über das einsame Tal schallen hören. Die Propaganda ist auch jenseits der Schützengräben wirksam. Orwell wird in ein harmloses Scharmützel verwickelt, von dem die Presse berichtet als riesigem Angriff mit Kavallerie und Panzern, der von den heroischen Engländern abgewehrt worden sei. Und das lehrt mich, den Kriegsnachrichten in den Zeitungen nicht blind zu vertrauen. Die Aragon-Front wird von einem bunt zusammengewürfelten Haufen aus Anarchisten und Sozialisten gehalten. Jede Gruppe will eigenständig sein. Die Gruppe, in der ich diente, hieß PUM, also PUM. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es zwischen den politischen Parteien ernstliche Unterschiede gab. Wenn jemand auf die Stellung zu unserer Linken zeigte und sagte, das sind die Sozialisten, also die PSUC, war ich verwirrt und sagte, sind wir nicht alle Sozialisten? Orwell sollte schon bald erfahren, dass der Unterschied zwischen zwei Buchstaben den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten konnte. Im Februar 1937 besucht Eileen Orwell. Sie kommt nach Spanien, um in der Nähe ihres Mannes zu sein. Cobblestones are torn up on the outskirts of Barcelona to barricade the exits from the city. No one can move either way without a pass. Eileen wohnt im Hotel Continental und meldet sich als Freiwillige für die unabhängige Labour Party. Sie arbeitet im Büro der PUM auf der Straße Las Ramblas. Barcelona ist weit weg von der Front. Eileen hat es leichter als Orwell. Sie schreibt nach Hause: Liebe Mama, ich genieße die Zeit in Barcelona. Ich habe gestern Abend gebadet. Großes Vergnügen. Und habe drei Abende hintereinander wunderbar gegessen. Im gleichen Brief notiert Eileen aber auch ihre erste Erfahrung mit der Bombardierung Barcelonas. An der Front wird das Leben zunehmend unerträglich. Orwells Hand ist infiziert. Er kommt in Monflorite ins Krankenhaus. Dir keine Sorgen um mich, da es mir nun viel besser geht. Das Wetter ist schöner geworden, meistens echtes Frühlingswetter. Und wenn ich die Erde anschaue, erinnert sie mich an unseren Garten zu Hause. Du bist eine wunderbare Frau. Als ich die Zigarren sah, schmolz mein Herz dahin. Sie lösen für eine ganze Weile meine Tabakprobleme. Während der Frontpause ändert sich Orwells Blick auf den Bürgerkrieg. Ich hörte nie auf, mich über die Freundlichkeit der Bauern uns gegenüber zu wundern. Ein Bürgerkrieg ist eine eigenartige Sache. Huesca war keine 8 Kilometer weit weg. Es war der Markt für diese Leute. Sie hatten alle dort Verwandte. Jede Woche ihres Lebens waren sie dorthin gegangen, um ihr Geflügel und ihre Gemüse zu verkaufen. Nun aber lag seit 8 Monaten eine unüberwindbare Barriere aus Stacheldraht und Maschinengewehren dazwischen. Sowjetrussland erlangt mehr und mehr Einfluss auf die Kriegsführung.
Um Freiheit für Spanien geht es dabei nicht mehr. Die Sowjets wollen nur noch ihren eigenen Einfluss sichern. Orwell plant... Eine Geschichte, die leicht von fast jedem zu verstehen war und leicht in andere Sprachen zu übersetzen. Eine Geschichte, die den sowjetischen Mythos enttarnte. Im Mai 37 wird Orwell beurlaubt und besucht Eileen in Barcelona. Dort sind heftige Straßenkämpfe entbrannt. Doch nicht zwischen Rebellen und Antifaschisten. Das republikanische Lager bekämpft sich selbst. Nun schießen Kommunisten auf Anarchisten. Und die PUM mittendrin. Orwell wird auf die Ramblas versetzt. In Sichtweite von Eileens Hotel bezieht er auf dem Dach des Poliorama-Kinos Stellung. Während Schüsse über der ganzen Stadt zu hören sind, herrscht in diesem Teil der Ramblas Waffenstillstand. Manchmal langweilte mich die ganze Geschichte und ich achtete gar nicht auf den höllischen Lärm. Ich verbrachte Stunden damit, eine Reihe Bücher zu lesen. Manchmal spürte ich dabei sehr bewusst die bewaffneten Männer, die mich aus 50 Meter Entfernung beobachteten. Es war beinahe ein wenig, als sei man wieder im Schützengraben. Es war sehr gefährlich auf den Ramblas. Dort wurden immer schon politische Machtkämpfe ausgetragen. Hunderte von Kilometern entfernt urteilten Journalisten leichtfertig über die Situation. Ich war zwar mittendrin, konnte aber nie sagen, um was es genau ging. Es gab viele Opfer, hunderte von Opfern in diesem Kampf. Sie waren in die Schusswechsel zwischen die Barrikaden geraten. Als die Kämpfe nachlassen, erklären die Kommunisten die PUM zum Sündenbock und den gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus wieder zur Leitlinie. Doch unter dem Eindruck der blutigen Straßenkämpfe ist es für Orwell unmöglich, einfach so weiterzumachen, als sei nichts geschehen. Damit eckt er gehörig an. Orwells Kritik wollten die Kommunisten natürlich nicht hören. Doch es war so, wie er sagte. Die meisten Menschen waren frustriert. Der Grund für ihren Kampf war ja die Revolution. Und die war fehlgeschlagen. Angewidert vom Verhalten der Kommunisten kehrt Orwell an die Front zurück. Dort herrscht Stillstand, keine Gefechte. Ein Offizier meint, dies ist kein Krieg, es ist eine komische Oper mit einem gelegentlichen Tod. Grob gesprochen hatte ich das Gefühl, mich im Zentrum einer Explosion zu befinden. Es war wie ein lauter Knall und ein blendender Lichtblitz, der mich ganz umschloss. Zugleich fühlte ich einen gewaltigen Stoß. Keinen Schmerz, nur einen heftigen Schock. Mein erster Gedanke beschäftigte sich konventionell genug mit meiner Frau. Mein zweiter Gedanke war ein leidenschaftlicher Widerspruch dagegen, dass ich die Welt verlassen sollte, die mir alles in allem ganz gut gefiel. Orwell überlebt. Die Kugel hatte die Halsschlagader um Haaresbreite verfehlt. Vielleicht nahm er es als einen Wink des Schicksals. Er schreibt an Cyril Connolly: Ich habe wunderbare Dinge gesehen und schließlich glaube ich wirklich an den Sozialismus, was vorher nicht der Fall war. Orwell erholt sich überraschend schnell. Kann aber nicht wieder in den Dienst an der Front zurückkehren. Die Straßenkämpfe vom Mai hatten ein böses Gefühl hinterlassen. Es hatte den Anschein, als verbrächte man seine Zeit damit, geflüsterte Unterhaltungen in den Ecken der Cafés zu führen, während man sich gleichzeitig fragte, ob die Person am Nebentisch nicht ein Polizeispion sei. Orwell, das ist der Beginn des Terrors. Orwell sieht, wie Leute verhaftet werden, Leute, die an der Front gekämpft haben. Er sieht, dass wir von der PUM wie Faschisten oder Trotzkisten behandelt werden. Er versucht, den Gefangenen zu helfen.
Fast begeht er den Fehler, einfach zum Polizeihauptquartier zu gehen und zu sagen, warum ist dieser Mann verhaftet worden? Er ging fast so weit. Aber dann hat er es doch nicht getan. Die Kommunisten erklären die PUM für illegal. Alle ihre Anhänger sollen verhaftet werden, auch Orwell. Doch er ist nicht zu Hause. Er ist unterwegs an die Front, um sein Entlassungsschreiben abzuholen. Eileen zählt 2 und 2 zusammen. Die Polizei will sie als Köder benutzen, um Orwell und ihren Chef John McNair zu fangen. Gleich nach seiner Rückkehr muss sich Orwell verstecken. Schreckliche Neuigkeiten erreichen ihn. Einer seiner jungen schottischen Freiwilligen, sein Freund Bob Smiley, stirbt im Gewahrsam der kommunistischen Geheimpolizei. Die offizielle Todesursache: Blinddarmentzündung. Aber wahrscheinlich wurde er zu Tode geprügelt. Schottische Landsleute aus dem Arbeitermilieu unterstützen weiterhin die Spanische Republik, obwohl die Kommunisten ein Terrorregime errichten. Orwell ist entsetzt. Bob Smiley war nur 22 Jahre alt und körperlich einer der zähesten Leute, die ich getroffen habe. Er war, glaube ich, der einzige Mensch, den ich kannte, der 3 Monate in den Schützengräben gelegen hatte und nicht ein einziges Mal krank gewesen war. Smileys Tod kann man nicht so leicht vergeben. Orwells frühere Abneigung gegen die Schotten tut ihm leid. Smiley starb nicht im Kampf gegen Franco. Er war eines der unzähligen Opfer von Stalins politischem Terror. Die Geheimpolizei foltert auch den Anführer der PUM, Andres Nin. Er soll in einem Schauprozess angebliche Verbindungen zu den Faschisten gestehen. In Farm der Tiere und 1984 gibt es viele Hinweise auf Orwells spanische Erfahrungen. In der Sache Andres Nin zum Beispiel sieht Orwell den ersten Fall, in dem ein Mensch einfach aufgelöst wird, wie er es später nennt. Die Blairs hätte das gleiche Schicksal ereilen können. In diesem Bericht werden sie als bekennende Trotzkisten bezeichnet. Am 23. Juni 1937 fliehen sie über die französische Grenze. Ich glaube, wir blieben 3 Tage in Banjul. Es war eine eigentümlich unruhige Zeit. Wir hätten uns eigentlich vollständig erleichtert und dankbar fühlen sollen. Aber wir fühlten nichts dergleichen. Ununterbrochen dachten, sprachen und träumten wir von Spanien. Vorher hatten wir uns monatelang gesagt, dass wir an die Mittelmeerküste gehen, uns ausruhen, wenn wir aus Spanien hinauskommen. Nun empfanden wir nur Langeweile und Enttäuschung. Ein Jahrzehnt später schrieb Orwell: Der spanische Bürgerkrieg und andere Ereignisse 1936-37 haben die Dinge verändert. Und danach wusste ich, wo ich stand. Jede Zeile ernst gemeinter Arbeit, die ich seit 1936 geschrieben habe, ist direkt oder indirekt gegen den Totalitarismus geschrieben und für den demokratischen Sozialismus, wie ich ihn verstehe. Das war's, was sie über uns sagten. Wir waren Trotzkisten, Faschisten, Verräter, Mörder, Feiglinge, Spione und so weiter. Zu Hause in Wellington beginnt Orwell, seine spanischen Erfahrungen niederzuschreiben. Doch veröffentlichen darf er sie nicht. Leute, die er für seine Freunde aus der linken Bewegung hielt, erlaubten es nicht. So wurde das meiste damals nicht bekannt. Dabei hätte man mit Veröffentlichungen die Wahrheit ans Licht bringen können. Die britische Presse glaubt lieber den Kommunisten und Republikanern, die die PUM sogar mit den Faschisten vergleichen. Der spanische Bürgerkrieg hat größere Lügen produziert als irgendein anderes Ereignis seit dem Ersten Weltkrieg. Am meisten Schaden haben linksgerichtete Zeitungen wie die News Chronicle oder der Daily Worker angerichtet, die mit ihren subtilen Methoden der Verdrehung von Ereignissen bewirkt haben, dass das britische Volk den wahren Grund des Kampfes nicht verstanden hat.
Obwohl klar ist, dass sein Verleger Gollancz nichts gegen die Kommunisten veröffentlichen würde, schreibt Orwell das Buch Mein Katalonien zu Ende und findet einen anderen Verlag. Doch der kommerzielle Erfolg bleibt aus. Zu Orwells Lebzeiten werden nur 700 Exemplare verkauft. De tota manera, passats els anys, homenatge a Catalunya. Mein Katalonien hat erst nachträglich seinen Siegeszug angetreten, sowohl ideologisch als auch literarisch. Mein Katalonien gilt nun als klassische Kriegsgeschichte, nicht nur als Chronik des Bürgerkriegs. Durch seine persönliche Erzählweise spricht es junge Leute und Studenten gerade auch heute an. Orwells Warnung vor dem Stalinismus wird von den USA im Kalten Krieg als antisowjetische Propaganda benutzt. Mein Katalonien ist meiner Meinung nach sein größtes Buch. Wenn Orwell wüsste, wie es instrumentalisiert wurde, wäre er entsetzt gewesen. Im März 1938 erleidet Orwell schwere Lungenblutungen. Für 6 Monate muss er in ein Sanatorium. Er fürchtet, dass Großbritannien auf den Zweiten Weltkrieg nicht vorbereitet ist. Die einlullendste Landschaft mit den großen glänzenden Pferden, den langsam fließenden Bächen, dem Rittersporn in den Gärten, die riesige friedliche Wildnis am Rande von London, die Plakate mit den Ankündigungen von Cricketspielen, Männer mit ihren Bowlerhüten, die roten Autobusse, die blauen Polizisten, sie alle schliefen den tiefen, tiefen Schlaf Englands. Ich fürchte, wir werden nie daraus erwachen, ehe uns nicht das Krachen von Bomben daraus erweckt. Während ich schreibe, fliegen hochzivilisierte Menschen über mir und versuchen, mich umzubringen. Englische Scheinwerferbatterien durchsuchen vergeblich den Nachthimmel nach deutschen Maschinen. Die meisten würden nie im Traum einen Mord im privaten Leben begehen. Auf der anderen Seite, wenn es einem von ihnen gelingt, mich mit einer gut platzierten Bombe in Stücke zu reißen, wird er deswegen nachts kaum schlechter schlafen. Er dient seinem Vaterland, das die Macht besitzt, ihn vom Bösen freizusprechen. Während des Krieges muss Orwell in London bleiben. Seine schlechte Gesundheit lässt einen Fronteinsatz nicht zu. Aber gebraucht wird er auch an der Heimatfront. The battleground of the City of London becomes a horribly realistic training ground for important military exercises. Orwell wird Feldwebel bei der sogenannten Home Guard, der freiwilligen Zivilverteidigung. Wieder beweist er Führungsqualitäten, vor allem im Straßenkampf, den er ja aus Spanien schon kannte. 1941 wird Orwell Journalist beim Auslandsdienst der BBC. Er produziert Kultursendungen für Indien und porträtiert berühmte Schriftsteller wie T.S. Eliot, E.M. Forster und Dylan Thomas. Doch auch die BBC sendet Propaganda. Für Orwell inakzeptabel. Eine neue Stelle als Literaturredakteur der Tribune, einer Labour-Wochenzeitung, lässt ihm mehr Zeit zum Schreiben. Seine neue Arbeit sollte eine Art Märchen werden. Es hatte sich herumgesprochen, dass Old Major, der preisgekrönte Eber, in der vergangenen Nacht einen seltsamen Traum hatte. Orwells Frau Eileen hatte auch Kinderpsychologie studiert. Sie hilft ihm beim Schreiben. Kaum war das Licht im Schlafzimmer erloschen, da erhob sich ein Scharren und Flattern in sämtlichen Farmgebäuden. Die Gebote wurden mit großen weißen Buchstaben an die geteerte Wand geschrieben. Wer auch immer auf 2 Beinen geht, ist ein Feind. Wer auch immer auf 4 Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Kein Tier soll Kleider tragen. Kein Tier soll in einem Bett schlafen. Mit Farm der Tiere hat Orwell erneut Probleme, einen Verleger zu finden. Denn Sowjetrussland ist ein wichtiger Verbündeter gegen Nazi-Deutschland. Die Welt muss bis August 1945 warten, um zu erfahren, dass einige Tiere gleicher sind als andere. Farm der Tiere hat vielen Menschen die Augen geöffnet. Denn bevor das Buch veröffentlicht wurde, hielten westliche Intellektuelle Lenin, Stalin und Trotzki für Leute, die den Zar gestürzt und versucht haben, Gerechtigkeit für die Arbeiter zu erlangen. Nach Farm der Tiere sahen wir,
dass sie aus dem gleichen Holz geschnitzt waren wie die kapitalistischen Unterdrücker und vielleicht immer schon so waren. George und Eileen können keine Kinder bekommen. Sie adoptieren ein Baby, Richard. Aber noch einmal stört der Krieg das Familienleben. Heil Hitler is the German's greeting. Well, maybe it was yesterday. Bei der Befreiung Europas will Orwell unbedingt dabei sein. Anfang 1945 wird er Kriegskorrespondent für den Observer und die Manchester Evening News. Er berichtet aus Köln. Das komplette Stadtzentrum, einmal bekannt für seine romanischen Kirchen und seine Museen, ist bloß noch ein chaotisches Durcheinander von ausgefransten Mauern, umgestürzten Straßenbahnen, zerschmetterten Statuen und riesigen Bergen von Trümmern, aus denen eiserne Träger herausragen wie Rhabarberstangen. Wieder kommt Orwell mit Lungenentzündung ins Krankenhaus. Da erhält er Post aus England. Eileen muss sich operieren lassen. Ein Routineeingriff. Orwell muss sein Einverständnis geben. Ich schickte ein Telegramm mit meinem Einverständnis zur Operation, nur um am nächsten Tag ein weiteres Telegramm mit der Aussage zu erhalten, dass sie tot war. Es war ein furchtbarer Schock. In England kümmert sich Orwell darum, dass Richard gut versorgt wird und kehrt zurück aufs Festland. 2 Wochen alte Briefe warten auf ihn. Ich tippe im Garten. Ist das nicht wunderbar? Richard sitzt in seinem Kinderwagen. Sie wollen, dass ich mich sofort operieren lasse. Es ist alles etwas schwierig. Es wird sehr viel Geld kosten. Natürlich muss ich irgendwann mal den Tumor entfernen lassen. Aber ich wollte, dass du beruhigt weggehst. Und ich wollte nicht zum Chirurgen gehen, bevor die Adoption nicht vollzogen war. Für den Fall, dass es Krebs ist. Trotz dieser Befürchtung hatte Eileen die Zukunft im Blick. Nach dem Krieg wollten sie auf die Hybrideninsel Jura umziehen. Das Leben in London ist hart. Lebensmittel und Brennstoffe sind streng rationiert. Orwell bangt um Richards Gesundheit. Eigentlich gibt es nichts mehr in meinem Leben außer meiner Arbeit und dafür zu sorgen, dass Richard einen guten Start ins Leben bekommt. Orwell ist einsam. Ich habe hunderte von Freunden, aber keine Frau, die sich für mich interessiert und mich ermutigen kann. 1946, ein Jahr nach Eileens Tod, mietet Orwell eine abgelegene Hütte auf Jura. Hier gibt es viel frische Luft und genug zu essen. Ein perfektes Zuhause für Richard. Orwell liebt die Abgeschiedenheit und lädt viele Freunde ein, ihn zu besuchen. So auch Sonja Brownell. Sein alter Freund Cyril Connolly hatte sie und Orwell während des Krieges miteinander bekannt gemacht. Nach Eileens Tod hatten sie eine kurze Affäre. Das Zimmer, das du haben wirst, ist etwas klein, aber mit Blick aufs Meer. Ich möchte so sehr, dass du mich besuchst. Bis dahin hoffe ich, dass wir einen Motor für das Boot haben. Und wenn das Wetter gut ist, können wir um die unbewohnten Buchten an der westlichen Seite der Inseln segeln. Dort gibt es wunderbaren Sand und klares Wasser mit Seelöwen, die sich darin tummeln. Sonja ist nie gekommen. Orwell genießt das freie Leben auf Jura. Aber seine Abenteuerlust kostet ihn fast das Leben. Eine Segeltour mit Richard, seiner Nichte Lucy und seinem Neffen Henry führt zu dem berüchtigten Strudel von Corry Racken. Auf der Rückfahrt heute gerieten wir in den Strudel und wären beinahe alle ertrunken. Der Motor wurde vom Meer geschluckt und versank. Henry sprang als erster mit einem Seil ans Land. Dann kenterte das Boot und Lucy, Richard und ich fielen ins Meer. Richard steckte kurze Zeit unter dem Boot fest, aber es ist uns gelungen, ihn herauszuholen. Das Boot ist in Ordnung. Der Motor und 12 Decken sind der einzig schwerwiegende Verlust. Trotz schlechter Gesundheit arbeitet Orwell an einem neuen Roman. Eine dunkle Vision der Welt, dominiert von totalitären Superstaaten. Der einzelne Mensch wird rücksichtslos unterdrückt und überwacht. Big Brother is watching you. Wenn Sie mir Lügen auftischen oder irgendwelche Ausflüchte zu machen versuchen oder auch nur sich dümmer stellen, als Sie sind, werden Sie sofort vor Schmerz aufschreien.
Haben Sie verstanden? A lot of the interest of 1984 lies in the character of O'Brien. O'Brien ist in 1984 eine zentrale Figur. Hier spielt Orwell durch, was aus Intellektuellen werden kann, wenn die Umstände richtig schlecht sind. Wenn ein Staat sie loyal und gefügig machen kann, werden sie richtig gefährlich. Besonders, weil sie zur Ironie fähig sind. 1984 hat auch autobiografische Züge. Victory Mansions, Winstons Zuhause, mit seinem kaputten Aufzug und dem Geruch nach gekochtem Kohl, ähnelt Wohnungen, die Orwell in London gemietet hatte. Zimmer 101, das Zuhause, vor dem wir uns am meisten fürchten, ist das Zimmer, in dem der BBC-Auslandsdienst sich mit dem Geheimdienst austauschte. Auch inspirierten Orwell Erfahrungen aus Burma und vor allem aus Spanien. The scenes of humiliation. Die Szenen mit den Demütigungen sind die wirkungsvollsten. Wenn einer der Gefangenen auf die Toilette muss, wenn sie die Ratten loslassen, wenn O'Brien Winston Smith sagt, wie übel er riecht, dann gelingt es Orwell, das wahre Grauen der Unterdrückung aufzuzeigen. Orwell arbeitet hart an dem Buch. Seine Gesundheit macht das auf Dauer nicht mit. 1949 bleibt ihm nichts anderes übrig, als Jura zu verlassen. Er tritt die lange Reise in ein Sanatorium nach England an. Sonja Brownell nimmt ihn bei sich auf, als er wieder in den Süden zurückkehrt. Orwell schreibt an seinen Verleger: Wie ich Ihnen bereits angekündigt hatte, beabsichtige ich wieder zu heiraten, wenn ich wieder unter den Lebenden bin. Ich gehe davon aus, dass alle entsetzt sein werden, bin aber der Meinung, dass ich länger leben würde, wenn ich verheiratet wäre. Orwell heiratet Sonja im University College Krankenhaus in London, aus dem er nicht mehr entlassen wird. Kurz vor seinem Tod bittet der bekennende Atheist darum, von der anglikanischen Kirche bestattet zu werden. 1984 ist ein Welterfolg. Weit über seinen Tod hinaus wird Orwells Ruf nach Freiheit vernommen. Die Realität durch literarische Werke zu verstehen, genau das ist das Vermächtnis Orwells. Und es erklärt das große und nicht nachlassende Interesse an ihm. Orwell hat vorausgesehen, welche Mächte in Zukunft unsere Freiheit bedrohen. Seine Bücher bleiben eine starke Waffe gegen diese Mächte. Selbst wenn die Propaganda aus ihnen zitiert. Es reicht nicht aus, bestimmte Dinge zu sagen, indem man sie bei Orwell ausleiht. Wenn wir das Wort Terrorismus verwenden, beziehen wir uns auf den Terrorismus, den andere gegen uns richten. Wir sprechen nicht von dem Terrorismus, den wir gegen andere richten. Das ganze Grauen, das Orwell beschrieben hat, kann durch den Terrorismus wahr werden. Im Kalten Krieg konnten wir die Demokratie noch aufrechterhalten. Aber vielleicht schaffen wir es dieses Mal nicht mehr.